Sarah Macht's wird dir präsentiert von Otto's Cars. Einfach anders Autos kaufen. www.ottoscars.ch. Es tut mir zuerst schon da schmecken so. Nein. Fräschli! Hallo miteinander, schön sind ihr mit dabei. Heute gehen wir zusammen ins Wallis. Dort soll es anscheinend der beste Wein der Schweiz geben. Das gehen wir jetzt gleich überprüfen zusammen. Und ich bin sicher, am Schluss werdet auch ihr einen kleinen Schwips haben. Salut zusammen, ich bin der Marc-André de Venteri von Provins, der grössten Schweizer Weinproduzent. Und Sarahs Aufgabe ist es heute bei uns als Walliser Winzerin zu arbeiten. Also Sarah, wir sind hier in einem Rebberg. Ganz ein schöner ist das. Vom Castel d'Uvrier. Das ist Castel? Ja, das ist Castel. Ah, sehr schön. Die Trauben von ihr werden beim Provins, der größten Schweizer Weinproduzent, gekeltert. Also das heisst, der Wein vom Wallis kommt eigentlich von da, ja, unter anderem? Ja, genau. Ah, und als Walliser Winzerin musst du Walliser Weine in- und auswendig kennen und eine Weindegustation durchführen können. Und das werden wir heute mit dir machen. Nein, wirklich? Ja. Dann fehlt jetzt noch der Wein, würde ich sagen, ja, oder? Ja, wir sind in unserem Laden in Sion. Und die werden wir jetzt abholen. Okay. This is what the truth feels like. Also, Sarah, mega viel Wein, he? Ja, jetzt sind wir in unserem Laden in Sion. Mhm. Da sind alle unsere Walliser Weine. Dort gibt es eine Ecke mit ausländischen Weinen, okay, die wir mal nicht nehmen. Okay. Und jetzt musst du dich ein paar Weine aussuchen für die Weindegustation. Ja, etwa so 5 braucht es normalerweise, oder? Nein, ich hätte schon ein bisschen mehr genommen. Wie viel denn? 30. So ist das für dich schon eine Herausforderung. Ja. Und die muss ich nachher in- und auswendig kennen? Ja, ja, das ist deine Aufgabe heute. Also, oh Gott, ich fange mal an. Also ich nehme sicher mal hier so einen Weissen. He? Ja. Das ist immer gut. Domaine du Chapitre. Da hat es ja noch vom gleichen Roten. Das ist immer einfacher für mich zu merken, Rot und Weiss. Dann nehme ich einfach das. Das ist ein Spätlese. Ein Spätlese, genau. Die sehen noch edel aus hier. Der Syrah von Sion, das klingt doch gut. Wie viel habe ich angefangen? Oh, erst 6. Heida, das ist ein lustiger Name. Wir nehmen den Heida. Scheiße, ich könnte schon das Durcheinander. Also da nehmen wir sicher den Fond an, oder? Das ist ja eigentlich so der bekannteste, oder? Das gefällt mir sehr gut mit diesen Farben. Ein Dol haben wir noch nicht so. Den nehme ich sicher, der heisst Pink, der ist witzig. Von dem Philippe Coscha habe ich nur einen genommen. Habe ich dort einen dunklen genommen, einen roten oder einen weißen? Du jetzt schon beim Aussuchen. Der Heida. Den Heida nehmen wir. Und ein Grauburgunder, Pinot Gris vielleicht. Und der Pinot Gris. Wir haben 30. Haben wir 30, oder? Ja. Also zurück zum Kastel. Zurück zum Kastel für die Weinlegustation. Jetzt werden wir alle Weine einander verkosten, dass du alles über diese Weine weißt, wenn die Gruppe ankommt. Für die Degustation, he? Ja, okay, für die Degustation. Aber kannst du mir sicher schon ein bisschen verraten, oder? Was macht denn der Walliser Wein aus? Was macht denn der so speziell? Walliser Weine sind ganz einzigartig. Wir können hier im Wallis 50 verschiedenen Traubensorten reifen lassen und mit allen Topweine produzieren. Der Walliser Wein hat es ja irgendwie geschafft, oder, dass er in der ganzen Schweiz sehr beliebt ist. Ja, vielleicht ist es, weil wir die Corsica der Schweiz sind oder weil es auch im Wallis diese große Vielfalt an Weinen gibt, wie nie woanders. Jetzt machen wir ja dann gerade so eine Degustation, oder, von einer Gruppe, die haben das gebucht. Oder? Auf was muss ich denn schauen bei so einer Degustation? Also was sollte ich denen beibringen? Leute suchen Informationen über Rebsorte, über Terroir oder über Weingeschmack. Also jeden Wein hat seinen eigenen Geschmack und das musst du wissen und beibringen. Es sind ja über 150 Weine produziert bei Provins, oder? Wie kannst du dir das merken, die verschiedenen Weine? Ja, es gibt verschiedene Weintypen, Weinlinien für verschiedene Kundentypen, zum Beispiel Apologia für jüngere Leute oder Domänenweine
Spezialitäten, Walliser Weinspezialitäten und so weiter. Die haben auch alle andere Etiketten, andere Flaschenform und so weiter. Hast du noch nie ein Durcheinander bekommen in einer Degustation? Ja, es kann schon passieren, dass du zum Beispiel einen Wein verwitscht, also einfach einen Wein großzügig präsentierst und nachher merkst, dass es gar nicht der Wein, wo da du gewählt hast. Und dann musst du auch korrigieren, oder? Ja, das muss man. Das kann ich und da wirst du auch direkt korrigiert. Ja, sehr gut, wunderbar. Dann würde ich dir sehr gerne den Wunsch überreichen. Wenn ein Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Mein Wunsch ist es, dass in 50 Jahren diese Steilengen noch so aussehen wie heute. Dass im Wallis wir noch lange Weinrebberge kultivieren. Wunderbar, ich hoffe natürlich, der geht in Erfüllung. Und Merci. Jetzt kommen wir gerade noch zu den Zuschauerfragen. Wie sollte man den Wein daheim lagern und ab wann ist er trinkreif? Für die Weinlagerung muss man die besten Lagerbedingungen haben. Das heißt eine Temperatur von 12 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 80% circa. Und es muss natürlich keine Temperaturschwankungen geben. Und für die Trinkreife des Weines, das kommt darauf an, was das für ein Wein ist. Wenn das ein leichter Rotwein ist, zum Beispiel ein Gamay, dann kann man rascher trinken. Und für einen Rotwein, der im Eichenfass ausgebaut worden ist, da muss man länger warten. Also es kann schon ein paar Jahre sein. Welches ist euer beliebtestes und welches ist euer neuestes Wein? Der beliebteste Wein ist der Apologia Rosso. Das ist ein Assemblage von verschiedenen roten Traubensorten. Das ist so ein runder, vollmundiger Wein mit viel Frucht. Und die neuesten Weine sind zwei Belle Étoile, weiß, Assemblage weiß, auch ein fruchtiger Weißwein mit gewisser Säure, ganz frisch. Und Belle Étoile Rouge, wo im Eichenfass ausgebaut wird, mit ein bisschen Kraft und Fühle. Wie und wo kann man euren Wein kaufen oder kennenlernen? Also unsere Weine kannst du in unserem Laden in Sion kaufen, oder in Deutschschweiz beim Coop, beim Batayar oder beim Rieger. Okay. Und du kannst auch am besten hier im Wallis eine Degustation buchen, sei es in Sion oder hier im Castel du Vrier. Genau, apropos Degustation. Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich mal die 30 Weine unter die Lupe nehme. Ja, glaube ich. Also jetzt gehen wir langsam ein paar Flaschen öffnen. Also ich nehme mal die erste. Ja. Dann fangen wir doch mit der an. Ja. Bist du zufrieden mit der Wahl? Ja, das ist auch vorne, ja, ganz gut. Weil das Grüne gefällt mir. Also jetzt muss ich die auftun. He? Es tut mir zuerst schon da schmecken. So. Nein. Das machen wir nur beim Kork. Ein bisschen Wein einschenken. Was heisst das? Ja, ein halbes Deziliter. Ein bisschen mehr. Okay. Okay, auch bei der Degustation ist eher wenig. Eher wenig, okay. Zuerst musst du den Wein unter die Augen nehmen. Ich schaue nach, ja. Ja, Farbe. Farbe. Transparenz. Ist schön weiss. Transparenz. Ja, ist ein Weißwein. Leicht gelb, würde ich sagen. Das sagt schon etwas über den Wein. Also das ist ein junger Weißwein, leicht gelb. Oh Gott, also warte, was hast du gesagt? Also, das ist ein Fondant. Der Fondant ist ein Fondant ist eine Traube. Und auch? Ist ein bisschen spritzig so. Ist ein bisschen spritzig? Ja, das gehört zu Fondant. Und nachher? Musst du auch diese Bogen schauen. Ja. Die heißen Kirschfenster auf Deutsch. Nachher nimmst du den Wein, dann die Nase. In die Nase? Ohne das Glas zu schütteln. Mhm. Was kommen da für Aromen? Früchte. Was für Früchte? Zitrus. Ja, okay. Sehr frisch. Das Glas ein bisschen. Ein bisschen schütteln. Ich bin am Schütteln. Nochmal. Kommen andere Aromen raus? Oder mehr Aromen raus? Mehr. Sind das immer noch Zitrusfruchten? Ja, nein. Blumig ist er? Ja, schon eher langsam. Nachher kannst du den Wein im Mund nehmen. Oh Gott, okay. Wie viel? Wie viel nimmst du? Wenig. Aber immer das Gleiche. Die gleiche Menge. Oh, so dass du nachher alle Weine gleich vergleichen kannst. Mhm. 14 Sekunden im Mund halten. Mhm. Auf der Zungenspitze spürst du die Süße. Mhm. Süße. Und an den Seitenrändern die Säure. Und nachher spucken. Und wenn du gespuckt hast, oder dann die Nachhaltigkeit. Hast du das? Den ist ein bisschen säuerlich. Ja, und der Weingeschmack bleibt lang. Spritzig, sauer. Ja, bleibt der Weingeschmack lang. Lang. Das ist ein langer Abgang. Ist ein langer Abgang. Zeichen von Qualität. Du musst die Kapsel schneiden. Jetzt tust du das so rein, oder? Ja.
Wuchs hier so. Und das so. Platzieren. Und jetzt und das nach oben ziehen. Okay. Wieder so. Ui, hast du gehört? Ja. Jetzt muss ich aber hier mit so einem eigentlich, oder? Ja, müsste ich nicht mit so einem? Also hier haben wir. Heida. Heida. Das kann man merken mit Heidi. Also der Heida wird oben angepflanzt. Heida ist ein Bergwein. Das ist eine früh reifende Rebsorte, die kann man oben anpflanzen. Verstehst? Okay. Mhm. Und das ist also eine berühmte Weisstraube im Wallis. Muss ich denn die einmal bei der Degustation auch fragen, ob sie ihn gerne haben oder was sie rausschmecken? Ja, das musst du machen. Ah, schon. Weniger oder mehr Säure? Ich habe es für mehr. Mehr Säure, mhm. Das stimmt. Always like you, never walk out anyway. Always like you. A girl from sea, are you gonna be sad? If he calls you up, you're gonna take him back. Das ist jetzt Assemblage Petit Darwin Haida. Also der hat Frucht, Zitrusfruchten, Mandarinennoten. Boah, der ist aber bau, der ist und aber im Mund ist er kräftiger. Boah. Und der wird im Eichenfass ausgebaut. Also der Fondant mit der lustigen Etikette ist blumiger. Dann haben wir noch Haida gehabt, das ist von den Bergen. Ja. Dann der Fondant ist ein bisschen spritziger. Das ist wieder ein Fondant. Ich habe jetzt runtergeschluckt. Der ist runder, vollmundiger. Oh Mann, das kann man nie merken. Wir sind irgendwie im 4., 5. oder 6. Wir haben auch eine Petit Darwin, das ist die Walliser Spezialität. Daneben haben wir auch Marsanne Blanche mit Imbernoten, wo sehr reich und lang im Abgang ist. Das ist das Assemblage vom Gamay und Pinot Noir, ganz ein fruchtiger Rosé, Apologia. Ich habe sehr bärig jetzt im Abgang. Fruchtig. Das ist super. Also das ist jetzt das Œil de Perdre. Œil de Perdre ist aus reiner Pinot Noir gemacht. Okay. Ja, es ist fruchtig, aber hat aber ein bisschen weniger Säure, wo süß abgepresst wird. Ja. Das ist jetzt ein Pinot Noir Titon, der wird im Eichenfass ausgebaut, hat viel Nase. Dunkle Farbe, purpurrot, würde ich sagen. Das bringt Sira. Ich bin schon betrunken. Ganz ein fruchtiger. Sehr fruchtig. Cassis. Auch wieder aber, ja genau, Cassis-Noten. Stimmt. Ja. Sehr rund und auch lang im Abgang. Rouge d'Enfer. Rouge d'Enfer. Enfer ist die Höhle. Und die Höhle wie ist höhlig? Höhlig. Sie ist gar nicht mehr durch eigentlich. Es ist ganz, ganz dunkel. An der Nase ist ja auch sehr fruchtig. Sehr fruchtig. Mit Nelkennoten, das bringt die. Nelken? Nelken, Gewürze, Nelken, das bringt die Barrique. Avant de chanter ma vie de faire des harangues. Es ist eine Assemblage aus Merlot, Dioli Noir, Gamaret. Es sind wirklich Trauben, die viel Farbe bringen. Ja. Also der Gamay, der ist ganz fruchtig. Ganz fruchtig. Rebsorte stammt aus Frankreich. Das ist ein leichter Rotwein mit viel Frucht, rund. Domain Tourbillon. Tourbillon, das ist Tourbillon. Zwischen zwei Schlössern, Waller und Tourbillon in Sion. Das ist eine Spätlese, wird also spät geerntet. Ganz süße? Ja, das ist ein Dessertwein. Also. Ah, das ist ein Dessertwein? Ja, der hat. So, ich dachte, hä? Der hat mehr als 100 Gramm pro Liter Restzucker. Naturrestzucker. Das ist nicht einfach ein Dessertwein, aber das ist mit Glasse. Ist der. Ah ja? Ja. Mm. Und im Mund ist er ganz kräftig, ganz rund. Aber Dessertwein ist einfach zu erklären. Das ist nicht so schwierig zu unterscheiden. Das heißt, den kann man gut merken. Also das war jetzt der letzte, wenn ich das richtig sehe. Jetzt haben wir 30 Weine verkostet. Dann können wir jetzt die Degustation starten. Ja, aber ich kann fast durcheinander. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen zu viel, 30 Weine. Schlage dir vor, dass ich 5 oder 6 Weine selektioniere und dass du
zu der Gruppe mit den 6 Weinen gehst. Also ich komme zu dir mit den 6 Weinen, wenn ich die ausgewählt habe. Aber kann ich nicht selber auswählen gerade? Ich glaube, es ist besser, wenn ich es mache. Okay, also ich komme mal runter. Am Wählgefähr ist die richtige aus, die ich mir merken konnte. Ich glaube, das Heidi haben wir merken. Und der Fondo weiss ich glaube auch noch. Dann hört es jemand auf. Jetzt nehme ich das Fondo, weil sie den Fondo so spritzig gefunden hat. Ah ja, vielleicht Heida. Ja, sie hat Heida Heidi genannt. Dann weiß sie schon, was das für ein Wein ist. Ah, der Pink. Und für jüngere Leute. Ah, vielleicht ein Pinot Noir Titon. Weil die Geschichte vom Reifung im Hohe Teller hat sie gewonnen. Ein Rouge d'Enfer. Ah ja, der Tesservi. Sie hat so gerne Likerweine mit Restzucker. So, das sind die 6 Weine. Ja, eben zum Erklären, oder? Dass ich eigentlich hätte ich 30 Weine müssen euch vorstellen. Wow. Jetzt haben wir hier oben bei der Schule gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ja. Darum bringt er jetzt hier 6, die er ausgewählt hat. Ich habe keine Ahnung, dass er es hier bringt von diesen 30. Ich hoffe, er hat stetige genommen und ich mir können merken. Ja. Sonst haben wir jetzt das Problem. Und der ist klar, den habe ich ganz am Schluss sogar noch. Also, dann starten wir hier. Der Fondo. Wir fangen natürlich mit dem Weissen an, oder? Das ist ein guter Apero Wein, he? Und ist sehr spritzig. Was ist für eine Trübesorte? Fondo. Habe ich das richtig beantwortet? Ja. Eben, gell? Ja, Wallis heisst Fondo. Eben, ist einfach Fondo, oder? Ich erkläre euch, wie wir hier richtig degustieren, oder? Ich nehme hier dies, um das vorzuzeigen. Ja, ja. Man tut eigentlich sehr schön ein bisschen schauen, die Farbe. Oder? Sehr schön, gell? Man sieht, es hat ein bisschen Blätter, das heisst eben, dass es sehr spritzig ist. Und dann tut man hier die Ränder machen, warum auch immer. Und dann tut man schmecken, oder? Also, dann tun wir so, oder? Dann kommt der Geschmack noch ein bisschen mehr raus. Dann könnt ihr wieder ein bisschen dran schmecken. Dann zwischendrin ein bisschen so. Und wenn ihr das Gefühl habt, jetzt sind ihr parat für den ersten Schluck, dann nehmen wir ganz wenig. Und ihr müsst immer so nehmen, dass ihr bei jedem Wein jetzt gleich viel nehmen. Oh. Ja, sonst kannst du es nachher nicht gut unterscheiden. Nicht gerade abgeschlucken, meine ich damit. Was spürt ihr, wenn ihr abgeschluckt habt? Mineralität vom... Gehöre ich das erste Mal, sehr gut. Jetzt kommen wir zum nächsten ganz, ganz typischen Walliser Wein. Und das ist unsere Heida-Linie. Ich nenne es auch den Heidi-Wein. Weil es wird in den Bergen oben, oder? Werden die Rebberge bis auf 1000 Meter oben. Also wirklich altmässig, oder? Die Alpen persönlich schaut eigentlich für diesen Wein. Darum der Heida. Der Heida ist nicht ganz so spritzig wie der Fondo, aber genauso fein. Welchen habt ihr jetzt lieber? Der Fondo oder der? Hast du den Fondo lieber? Ja, ihr? Der hier, oder? Das Heidi ist besser, gell? Ist etwas für die Jungen, also für alle von uns. Und ist eigentlich seit heute mein Liebling. I'm not talking about flowers. Also die Farbe seht ihr, oder? Ist sehr rosarot, oder? Darum auch natürlich der Name Pink. Ist auch wieder eher ein bisschen spritziger, darum hat es ein bisschen Blätterchen und so, oder? Ein bisschen Bewegung drin. Wenn ihr schmeckt, oder? Ein bisschen beerig. Ich habe Himbeere geschmeckt, das schmeckt ihr so. Grapefruit. Grapefruit, fruchtig, exotisch. Okay. Ich mache den nächsten parat. Wir wechseln zum Roten. Da haben wir jetzt hier einen schönen Pinot Noir. Please tell me why. Der ist eigentlich schon, wenn ihr daran schmeckt, mega fein. Also wirklich ganz ein guter. Wie wird er gelagert? Spezial. Eigentlich fast. Nein, aber noch etwas Zusätzliches. Noch etwas Zusätzliches. Ja. Auf 1500 Meter über Meer, in einem 300 Meter tiefen Stollen. Genau. Steht auf dem Etikett. Also der ist fein, oder? Ich hatte den mega gerne. Ja, und so mit der Geschichte vom Stollen. Gell, auch noch? Ganz speziell. Ja. Genau, das ist unser Pinot Noir. Was würdest du dir das empfehlen? Rotem Fleisch, schon. Schon rotem Fleisch. Oder Käseplatten. Mach den nächsten parat. Also, dann kommen wir hier zu einem weiteren Rotwein aus dem 2012.
der Rouge d'Enfer. Also, jetzt bin ich gespannt, wenn ihr schmeckt. Wie ist es? Gassis, genau. Wie ist der Abgang? Abgang ist super. Je länger, umso bessere Qualität. Ja. Auf der Zunge fällt schon. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, dann kommen wir jetzt zum finalen Durchgang, zu unserem Dessert. Fantastisch. Schon, hä? Hast du nicht gern? Ja, ist der letzte. Jetzt müsste ich wissen, ob die Gruppe zufrieden sind. Sind sie zufrieden? Überzeugend auf jeden Fall. Gell, meistens das. Ich muss dich gratulieren. Du hast heute sehr viel über Wein gelernt. Die Gruppe ist sehr zufrieden. Zum Glück, ja. Aber jetzt möchte ich doch wissen, ob du da alles verstanden hast. Ich habe einen kleinen Test für dich im Sinn vorbereitet. Nochmal, es war schon mega Test. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Aber vorher gibt es für euch den Wettbewerb. Gewinn das mal einen 100 Franken Einkaufsgutschein vom Onlineshop frechemode.ch. Mit einer grossen und wöchentlich neuen Kollektion an Jeans, Shirts, Blusen und Bikinis, aber auch festliche Kleider und Partyoutfits kann sich Frau auf frechemode.ch für jeden Anlass perfekt einkleiden. Wir schicken dich zum Shoppen, wenn du uns diese Frage richtig beantworten kannst. Wo wachsen die Weintrauben? Sarah A. im Blumenbeet oder Sarah B. in einem Rebberg? Bei unserem Wettbewerb mitzumachen ist ganz einfach. Schick uns deine Lösung Sarah A. oder Sarah B. mit deiner Adresse mit einem SMS an die Nummer 880. Telefonisch kannst du uns deine Lösung durchgeben auf 0901 77 1234. Und für die schriftliche Teilnahme kannst du unsere Postkarte an die eingeblendete Adresse schicken. Sarah Macht's Team wünscht dir viel Glück. Es ist nicht so einfach, ein Rotwein von einem Weißwein zu unterscheiden, wenn man da in einem dunklen Glas serviert. Und jetzt möchte ich wissen, ob Sarah etwas im Krieg hat und Weiß von Rot unterscheiden kann. Sarah, ja. Jetzt habe ich einen Test für dich. Zwei Gläser vorbereitet. In einem Glas befindet sich Weißweiß, in dem anderen Rotwein. Und du musst jetzt degustieren und mir sagen, wo der Weißwein ist oder wo der Rotwein ist. Blind, ja. Blind. Nein, Scheiße, das kann natürlich nicht sein. Mann, das ist wirklich schwierig. Ich sage, das ist rot und das ist weiß. Das werden wir jetzt wissen. Wo ist rot? Rot ist da. Scheiße! Und das ist weiß. Bravo! Schämmer, hey. Jetzt wollte ich denen weiss machen. Ich bin voll die Winzerin von Wallis. Hey. Jetzt abgelöst vor der Sammlung. Das ist noch ein kleines Geschenk für mich, oder? Ja, stimmt. Du kommst natürlich als Popcorn über am Schluss. Das weißt du natürlich, gell, wenn du unsere Sendung immer schaust. Da, danke schön. Hey. Ich weiß nicht, passt das zu Wein? Ja, Salz schon, oder? Ja, Salz schon, ja. So ein bisschen Weiss. Schokolade, ja, vielleicht mit Rotwein. Mal probieren. So, also, und die jetzt noch nicht in Schweiz sind, dann nehmen wir doch jetzt noch. So, jetzt schnell wieder ausnüchtern, oder? Für die nächste Aufgabe heute in einer Woche, was das wird sein, das zeige ich euch jetzt dann gerade. Und wer nicht eine ganze Woche lang mag warten, bis wir uns wieder sehen, dann können wir uns natürlich auch außerhalb der Sendung treffen. Klammheimlich, zum Beispiel auf sarahmachts.tv, auf meiner Facebook-Seite oder ganz neu auch auf Snapchat. Ich freue mich auf euch. Habt eine gute Zeit. Bis dann und tschüss. Jetzt dranbleiben für die Vorschau. Brillungen, Hirnerschütterungen, Schnittwunden. In der nächsten Folge macht Sarah als barmherzige Samariterin. Sarah Macht's ist dir präsentiert worden von Otto's Cars. Einfach anders Autos kaufen. www.ottoscars.ch